Das ist Tom. Er arbeitet gegenwärtig in verschiedenen Projekten und Studien mit. Eines der Projektteams besteht aus ihm, Claudia und Marc. Wir begleiten Tom und sein Team heute durch einen typischen Arbeitstag. Du wirst sehen, wie er mit Hilfe von Office 365 die Übersicht behält und seine Arbeit organisiert. 7.15 Uhr. Tom ist mit dem Bus auf dem Weg zur Arbeit. Auf seinem Handy überfliegt er seinen Outlook-E-Mail-Eingang. Ganz schön viele ungelesene E-Mails. 7.30 Uhr. Aus seinen E-Mails haben sich zahlreiche To-Dos ergeben. Um seine persönlichen Aufgaben für heute zu organisieren, hält er diese noch eben mit der To-Do-App fest. Somit spart er sich Notizzettel und Post-its. 8 Uhr. Tom ist bei seiner Arbeit angekommen. Am Platz holt er seinen Laptop aus seiner Tasche und klappt den Bildschirm auf. 8.10 Uhr. Seine Kollegin Claudia meldet sich über den Teams-Chat bei ihm. Sie möchte wissen, wann der Kickoff für das neue Projekt stattfindet. Diesen Termin hat sie nicht im Outlook-Kalender finden können. Tom antwortet über den Teams-Chat, dass der Termin heute stattfindet und er die Einladung in Kürze senden wird. Tom öffnet den Outlook-Kalender und überprüft die Verfügbarkeit der Projektmitglieder Claudia und Marc. Der Terminplanungsassistent hilft ihm dabei. Er stellt den heutigen Termin in Outlook als Teams-Meeting für 15 Uhr ein und verschickt die Einladungen. Vor dem Termin gibt es noch einiges vorzubereiten. Er muss den Entwurf der Präsentation noch mit den aktuellen Daten ergänzen und die Zahlen für die Budgetplanung erfassen. Für das neue Projekt erstellt Tom in Teams ein neues Team mit dem Namen Projekt Nummer 365 und lädt Claudia und Marc dazu ein. Claudia erhält eine neue Nachricht im Teams-Aktivität-Feed. Diese lautet: Tom hat sie zu Projekt Nummer 365 hinzugefügt. Sie klickt auf die Nachricht und das entsprechende Team erscheint auf ihrem Bildschirm. Anstatt ihre Anmerkungen und Ideen ausschließlich an Tom zu senden, teilt Claudia diese mit allen Mitgliedern in Unterhaltungen auf der neuen Teamseite. Durch die Überführung eines Einzelgesprächs in eine Gruppenkonversation gewährleistet Claudia, dass das ganze Projektteam informiert ist und transparenter kommuniziert wird. 8.30 Uhr. Nach einer Tasse Kaffee macht sich Tom an die Projektplanung. Für einen besseren Überblick legt er in Teams eine neue Registerkarte für die Projektplanung an. Da er auf SharePoint bereits an einem dazugehörigen Dokument arbeitet, bindet er diese Datei direkt in den Kanal ein. In PowerPoint erstellt Tom eine Präsentation für den Termin und legt diese in der Datei des Teams ab. Dadurch können alle Mitglieder des Projektteams parallel und kollaborativ an dem Dokument arbeiten. Zusätzlich pflegt er die Präsentation zum Kickoff als neue Registerkarte ein, damit man schneller darauf zugreifen kann. 10 Uhr. Jetzt folgt die Budgetplanung in Excel, die Tom bisher in seinem OneDrive abgelegt hat. Die Budgetplanung lädt er aber nun auf die gemeinsame Teamseite. Da noch einige wichtige Kennzahlen fehlen, ruft Tom Claudia über Teams an, um zu besprechen, wo die Informationen zu finden sind. Über Planner beauftragt er Claudia dann mit der Aufgabe, diese Werte in die Excel-Datei einzufügen. Um weitere offene Punkte zu klären, schreibt Tom Marc an. Dazu nutzt er die Registerkarte Unterhaltung in Teams und markiert Marc mit dem @-Symbol, sodass Marc eine zusätzliche Benachrichtigung über die neue Nachricht erhält. 15 Uhr. Der Kick-Off-Termin startet. Da das Projektteam von verschiedenen Standorten aus arbeitet, findet die Besprechung online via Teams statt. Alle Teammitglieder haben zuvor mit der Termineinladung einen Link erhalten. Mit nur wenigen Klicks können die Teilnehmer an der Besprechung teilnehmen. Tom teilt seinen Bildschirm, der eine PowerPoint-Präsentation zeigt. Zudem zeichnet er die Besprechung für Dokumentationszwecke als Video auf. während Claudia mit ihrem Tablet online ist, nimmt Marc über sein Smartphone teil, da er in den USA lebt. 16.10 Uhr.
Das Meeting lief ziemlich gut. Claudia hat ihre Notizen und Screenshots in OneNote festgehalten und möchte das Protokoll mit dem restlichen Team teilen. Dafür legt sie den entsprechenden OneNote-Abschnitt als Registerkarte in Teams an. Jetzt hat das gesamte Team Zugriff auf das Dokument und kann Ergänzungen hinzufügen. Toms Videoaufzeichnung des Meetings wird dank der Stream-App automatisch verarbeitet und allen Projektmitgliedern zur Verfügung gestellt. 16.30 Uhr. Während des Termins haben sich zahlreiche neue Themen ergeben. Mit Planner erstellt Tom Aufgaben und weist diese den Teammitgliedern zu. Er überarbeitet dazu die Checkliste, sodass alle auf dem aktuellen Stand sind. Um Meilensteine einzuhalten, ergänzt er die Aufgaben jeweils noch um Status und Fälligkeitsdatum. 16.45 Uhr. Tom startet Yammer, ein soziales Netzwerk für Firmen. Dort informiert er sich regelmäßig über aktuelle Geschehnisse in seiner Organisation und teilt selbst regelmäßig Beiträge. Beim Durchscrollen entdeckt er einen sehr informativen Artikel über kollaboratives Arbeiten. Er markiert Claudia und Mark in den Kommentaren. Vielleicht könnte der Beitrag ja interessant für sie sein. 16.46 Uhr. Tom beendet einen langen Arbeitstag. Auf dem Sofa lässt er den Tag noch einmal Revue passieren. Office 365 ist schon ziemlich cool, denkt er. Gerade die Kommunikation zwischen ihm und den Teammitgliedern wurde dadurch sehr vereinfacht und effizienter. Besonders gefällt ihm die flexible und kollaborative Vorgehensweise, die Office 365 ermöglicht. Bist du neugierig geworden? Dann schau dir direkt das nächste Video an. Dort siehst du, wie die Arbeit in Zukunft mit Office 365 aussehen kann.